Und damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Oberbürgermeisters. Ja, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste hier im Saal und im Livestream. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, an einem 27. Januar nicht einfach in die Stadtratssitzung einzusteigen und zur Tagesordnung überzugehen, sondern einige Worte zu sagen. In der Gedenk- und Erinnerungskultur haben wir zahlreiche Tage verankert, die uns als Stadtgesellschaft helfen sollen, nicht zu vergessen. Der 8. Oktober erinnert uns an die mutigen Demonstrationen vieler Bürgerinnen und Bürger für ihre Freiheitsrechte in der DDR. Der 17. Juni mahnt uns nicht zu vergessen, dass die SED-Diktatur schon früh andere Meinungen mit Gewalt unterdrückte. Am 9. November erinnern wir an die Verfolgung der Juden unter den Nationalsozialisten, die Zerstörung der Synagoge, aber auch an den Fall der innerdeutschen Grenze 1989. Der 13. Februar steht für die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg, die zahlreichen Opfer, die dieser Krieg gefordert hat, und den eindeutigen Appell nie wieder Krieg. Der 27. Januar sticht aus diesen Gedenktagen heraus. Nicht, weil es ein bundesweiter Gedenktag ist, nicht, weil im ganzen Land die Flaggen auf Halbmast gesetzt sind. Der 27. Januar sticht heraus, weil er uns erinnert an das Unfassbare, das Undenkbare, das Unbegreifliche. Der Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz steht für den Mord an jüdischen Frauen, Kindern und Männern, für das Töten von Schwulen und Lesben, für die Euthanasie behinderter Menschen und psychisch Kranker, für die Verfolgung von Sozialdemokratinnen, Kommunisten, bekennenden Christen, für die Ermordung von Sinti und Roma. Der 27. Januar steht für den Versuch der Nationalsozialisten, alle Menschen zu beseitigen, die nicht in das eigene kranke Menschenbild gepasst haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Dresdnerinnen und Dresdner waren an diesen Taten beteiligt. Auch Dresdner waren Teil dieses Tötens. Deshalb erinnern wir als Stadt seit Jahren gemeinsam mit zahlreichen Vertretern der Zivilgesellschaft am Münchner Platz den Opfern des Nationalsozialismus und werden dies auch weiterhin tun. Und ich danke ausdrücklich den vielen Dresdner Initiativen und Einzelpersonen, die sich tagtäglich um die Erinnerungskultur verdient machen, auch hier im Stadtrat. Denn eines wollen und müssen wir gemeinsam an unsere Kinder weitergeben. Die industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen ist kein Fliegenschiss der deutschen Geschichte und jeder Vergleich mit dem Holocaust verbietet sich schon aus Respekt vor den Opfern. Der 27. Januar mahnt uns Deutsche, unabhängig welcher Generation wir angehören, dass es nie wieder möglich sein wird, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Vielen Dank.